Salut, je m'appelle Niklas. Heute stelle ich dir die Verben acheter und préférer vor. Wir schauen uns die beiden Verben im Präsens, im Imperativ und im Futur Composé an. Du solltest bereits wissen, was ein Imperativ ist und auch, wie man das Futur Composé bildet. Acheter und préférer sind wichtige Alltagsverben. Du brauchst sie zum Beispiel beim Einkauf im Supermarkt. Fangen wir mit dem Verb acheter an. Im Präsens hat es die gewohnten Endungen der ER-Verbgruppe, also E, ES und E im Singular, ONS, EZ und EN. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com